Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja letztes Mal angeschnitten, dass jetzt King of Retail erstmal Geschichte ist und wir fangen an mit Minecraft. Und wir sind wirklich blutige Anfänger, zumindest ich. Ich musste mich auch gerade ein bisschen erstmal in die Steuerung reinfinden mit Ducken und Springen und allem. Und ich mache das nicht alleine, ich mache das mit dem lieben Ripper zusammen. Ja, servus, ich bin's, der Ripper. Genau, und wir nehmen euch jetzt einfach mit, wie wir uns hier erstmal in der Welt zusammenfinden. So, als erste Folge finde ich, ist das ein guter Einblick. So ein bisschen zu zeigen, wie es hier überhaupt aussieht. Und ja, die ganze Vorbereitung hat jetzt vielleicht auch schon mehr als eine Stunde gedauert. Aber da reden wir nicht drüber. Wir fangen jetzt einfach direkt an und gucken mal, was uns in dieser Welt so erwartet. Ja, besser ist es ehrlich. Wo bist du denn jetzt? Hast du mich schon gefunden? Ich weiß nicht. Such dich. Nee, ich finde dich nicht mehr. Warte, ich gehe noch mal ins Wasser. Hui. Ich habe Wasser, aber ich glaube, ich bin am Meer gerade hier. Nicht mehr in diesem kleinen See. Lässt mich einfach alleine. Ja, mir war langweilig. Ich habe eine Kuh verfolgt. Eine Kuh verfolgt. Bertha. Ne, wie hieß die nochmal? Benita. 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 Ich sehe dich. Ah, da bist du. Okay. Also sagst du, wir müssen erstmal in deine Richtung oder sollte man erstmal... Ich weiß ja auch gar nicht, müssen wir irgendwie Holz hacken oder so? Brauchen wir eine Axt oder irgendwas? Ja, erstmal Holz und ich glaube, aus dem Holz können wir uns später so eine Truhe machen. Aus dieser Truhe können wir uns dann Sachen craften, glaube ich. Okay, aber ich hau jetzt einfach hier mit der bloßen Hand da so drauf, ne? Weil ich habe ja nichts. Ja, ich habe auch nichts. Du hast aber Holz in der Hand. Ach so, vielleicht muss man auch... Das ist auch wieder so, ich wusste nicht, dass man gedrückt halten muss. Ich habe jetzt gedacht, du musst mehrfach hintereinander da drauf kloppen. Ja, sagt mir ja auch keiner. Ja, aber guck mal. Nee, ist auch lustiger so. Ja, aber jetzt bin ich schon mal schlauer. Wie viel Holz brauche ich? Weiß es nicht, ich bin gerade kurz im Menü. Ich glaube dir das Holz im Kopf mal eben weg. Öffne dein Inventar mit E steht hier jetzt. Ich öffne mal. Ja, genau, das hatte ich auch vorhin. Jetzt habe ich jetzt zweimal Schwarzzeichenstamm. Warte, hier gibt es ein Buch. Ich kann Bretter machen. Ja, die Bretter habe ich, aber ich glaube, das bringt uns irgendwie nicht weiter. Nee. Es ist dunkel. Oder das ist schlecht. Da kommen doch gleich Creeper oder so, ne? Naja, und die ganzen anderen Spinnen und so ein Scheiß. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben ja nicht mal ein Haus. Wir sterben doch gleich instant. Ja, wir haben ja noch nichts zu verlieren. Das ist ja das Gute daran. Aber ist unser Holz dann auch weg? Ja, das liegt dann da auf so einem Haufen. Ja, bleib ich einfach hier stehen. Ich klopp jetzt einfach weiter, weil das ist ja dann nicht verloren. Ich kann es ja hinterher wieder aufheben, oder nicht? Ja, wenn du den Platz wiederfindest, ich weiß nicht, wie weit weg man spawnt. Aber wenn da 5 Holzblöcke sind, da rennt man, glaube ich, nicht hinterher. Glaube ich. Ja, aber das ist auch, du baust hier eins ab, aber das ist ja gar nicht dann, wenn du eins abgebaut hast, direkt eins. Oder? Wie meinst du? Ja, weil in dem Inventar ist dann ja, also ich habe jetzt zweimal Schwarzzeichenstamm. Dann lag da vielleicht nur eins rum oder so. Eigentlich, glaube ich, machst du eins weg. Ich muss die aufsammeln. Ja, natürlich. Die ploppen da so auf dem Boden, so wie so ein Hologramm. Hoch, runter, hoch, runter. Also ich sag nur noch mal kurz, ich stelle mich wirklich nicht doof an. Ich kenne das Spiel halt gar nicht. Das ist mein Problem. Aber gut, jetzt habe ich das auch gelernt. Jetzt habe ich schon 12-mal Holz. Was machst du gerade? Ich habe gerade den Stamm zu Holz gemacht. Ja, zu Brettern. Und damit kann man Häuser bauen, oder nicht? Ja, kannst du theoretisch auch mit dem Holz pur. Ah, sollte man... Mit rechte Maus... Sollte man das nicht mal tun? Ja, man könnte sich so einkesseln einfach hier unten so, ne? Ohne Tür halt, nur so eine kleine Kluft. Und natürlich auch direkt an so einen Baum einfach dran bauen. Also, wenn man jetzt hier sowas bauen würde. Mit rechter Maus? Nee. Ach so. Ja, mit rechter Maustaste droppst du die. Ich muss dann aber die anklicken, ne? Und dann... Genau, mit dem Mausrad kannst du so. Ich hab die rausgeworfen. Wo ist mein Holz? Oh, jetzt habe ich sie wieder eingefangen. Mit dem Mausrad, okay. Ah, jetzt. Ich mach mal, dass wir beide hier Platz haben. Ich bin mal so nett. Ich kann hier nichts in der Luft bauen, warum nicht? Du musst an den nächsten Block dran dann, ne? Ja, jetzt komme ich aber da nicht dran. Jetzt muss ich da erstmal... Ich bin zu klein. Müssen wir erstmal weiter abbauen für unsere Villa hier. Villa? Ja, sicher. Ist auch eine Traumbude. Wir benutzen mein Holz für unser Haus sehr gerne. Ja, das ist unser Haus, genau. Ich entscheide mich da auch nicht spontan um, das wäre ja gemein. Aber im Moment kommt hier noch keiner, ne? Nee. Hätte man das einstellen müssen? Nö, ne? Ich glaube, das kann man einstellen. Ich glaube, da stand auf normal die Schwierigkeit oder so, wenn das damit was zu tun hat. Ich habe auf friedlich gestellt. Oh. Ja, dann kommt vielleicht gar nichts, wenn es friedlich ist. So, und dann springe ich da jetzt mal eben drauf. Und jetzt bin ich groß genug, hoffentlich. Ja, ich bin groß genug. Selbst ist die Frau.
Oh, das ist aber kuschelig hier drin. Ja, wir müssen ja nur stehen. Und da machst du zack, zack zu. Aber was braucht man denn noch? Ich habe auch hier irgendwie nichts mit Crafting oder so. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist Sand, glaube ich. Was... Oh, jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich hier zweimal Holz random hingespawnt. Ist das Sand, was man abbauen kann? Ja, vielleicht ist das ja auch nicht schlecht. Die ist gelbe da, ja. Dann kann man ja irgendwie Steine damit machen, ne? Aus Sand werden doch Steine. Vielleicht, ja. Also ist zumindest ja im echten Leben so. Ist ja schon arg spannend, hier ein bisschen Sand abbauen, ne? Wo gibt's denn hier was zu essen? Kann man den Fliegenpilz essen? Was passiert, wenn ich den Fliegenpilz esse? Weiß nicht, ich habe auf jeden Fall ein Rezept für eine Pilzsuppe, als ich den roten Pilz ausgesammelt habe. Ah, okay. Dann versuche ich doch mal mein Glück. Die lassen sich aber gut abbauen, ne? Roter Pilz, brauner Pilz und eine Schüssel. Ja, toll. Wir haben keine Schüssel. Ich mache hier noch mehr Pilze. Und wir brauchen irgendwas für eine Schüssel. Ich mag gar keine Pilze. Ja, ich weiß. Aber wir müssen jetzt mit dem leben, was wir kriegen. Bonita wird noch nicht getötet. Nee, aber ich habe ein Schwein gefunden. Nein! Es gibt ja eine Regel, habe ich gehört. Die ist vom Paluten integriert. Schweine dürfen nicht getötet werden. Warte. Hast du es jetzt getötet? Warte. Hartnäckig. Komm. Nein, das tust du nicht. Jetzt. Och, neues Rezept, guck mal. Lecker Schweinebraten. Ey, das Schwein getötet. What? Ich kann doch nicht Edgar töten. Ey, jetzt mal ernsthaft. Das war Edgar mein Schwein. Ganz miese Nummer. Wie eiskalt er einfach das arme Schwein jetzt umgebracht hat. Es hatte doch noch so viel Lecker vor. Speck. Oh mein Gott. Ey, hier leben noch genug. Ich weiß. Die ganze Plage mit den Viechern. Ripper. Jetzt vielleicht nicht so intelligent, die Steine abzubauen, worauf man wieder hochspringen möchte, ne? Bessere Ideen, aber ich habe schon schlechter gehört. Stell mal vor, du hast die ganze Zeit mit einer Hand gegen einen Stein und versuchst ihn abzubauen. Da denken doch die Leute, die an dir vorbeilaufen, mein Gott, was ist das denn für ein Dudi? Da bist du. Hallo. Hallo. Hier ist nichts. Wir können wieder zurückgehen. Sind die Schweine? Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich hab Hunger. Nein, hier gibt's nichts zu sehen. Da, guck mal. Oh, ist das eine schöne Aussicht. Guck mal nach rechts. Nee. Ich sehe sowieso keins. Hier, ich sag doch, hier war auch Und keins. Und ich hab noch. Hier, guck's dir an, das rohe Schweinefleisch. Salmonellen. Du hast mich gehauen. Du hast mich einfach gehauen. Mit deinem Schweinefleisch. Einfach gehauen. Oh, hier ist neues Holz. Ja, das gab es eben auch schon, so Birk oder was das ist. Ich glaube, das ist neu hier, das ist heller. Ich hau's mit meinem Schweinefleisch. Das ist der neue Shit. Guck mal, direkt neues Rezept. Du bist einfach so krank. Hier sind Blumen. Ha, ich hab jetzt Blumen. Oh, neue Rezeptideen. Oh, roter Farbstoff und gelber Farbstoff. Sieh dir die Haare färben. Ja, habe ich doch schon. Oh, wir haben uns voll verlaufen jetzt, ja. Ist egal, ich baue uns ein neues Haus. Ja, nee, ich meine zueinander auch. Das wäre schlecht. Hier ist ein Hühnchen. Hallo. Oh, Chicken. Hallo, Sir. Kork. Er freut sich richtig, mich zu sehen. Er hat mich abgecheckt und jetzt geht er weiter. Aber ich kann das Hühnchen nicht töten. Ja, dann lass mich mit meinem Schweinefleisch. Ah, da bist du. Nein! Oh mein Gott. Ja. Boah, die rennen aber schnell. Wie einfach wie ein Kranker mit seinem scheiß Schweinefleisch hinter dem armen Hühnchen herrennt und ihn abmurksen will. Der war ganz schön flink, der Kleine. Renn so schnell du kannst. Das Fleisch ist bestimmt extra lecker. Ja, der darf leben. Der erzählt seinen Kumpels, was hier passiert, wenn die zurückkommen. Komm, geh. Wie komme ich hoch? Hoch, 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 hoch. Ah, uff. Oh. Wollte gerade ein kleines Kreuz nageln für dich. Wie einfach nicht helfen will und einfach stattdessen lieber ein Kreuz nageln. Du kranker Typ, ey. Ich hab schon fast fertig gehabt. Hier ruht Jenny. Boah. Algen. Kann man jetzt Sushi machen? Was machst du da? Du guckst dir dein Schweinefleisch an. So sieht es zumindest bei mir aus. Ja, und mein rohes Hühnchen. Sieht wirklich aus, als würdest du dir in einer Tour hier gerade dein Schweinefleisch angucken. Oh, hier vorne brennt Licht. Wo? Ah, da hinten. Ich sehe es. Ich renn mal hin. Es ist aber schön. Mal da drüben, die ganzen kleinen Schweinchen. Die bleiben da, wo sie sind. Die wollen geröstet werden. Lass die armen Schweinchen in Ruhe. Es regnet! Och nö. Ich habe keinen Regenschirm. Boah. Ich sammle hier mal einige. Hier sind nämlich ordentlich viele. Kann man wenigstens kleine Pilzsuppe kochen, die du so gerne isst. Zeug, was ich nicht mag. Da hinten sind Beeren. Da, warte mal, da. Oh, hier ist eine Kiste.
Ich habe hier was ganz Tolles gefunden. Wie ich dich immer wieder finde, was für Zufälle. So, was habe ich denn jetzt hier im Inventar? Nein, ich habe eine coole Uhr, dann habe ich Goldbeinschutz, Goldstiefel und eine Goldspitzhacke und ein Feuerzeug und eine Truhe. Wir sind reich, Ripper. Wir sind reich. Es ist gut, dass du mich immer wiederfindest, weil ich würde dich im Leben nicht wiederfinden. Ich weiß auch gar nicht wie, ich laufe einfach immer random rum so. Komm, lass abhauen. Was? Wo bist du denn? Da. Ja. Und wo willst du hin? Keine Ahnung. Okay. Das ist ein guter Plan. Der hätte von mir kommen können. Ist aber perfektes Wetter jetzt zu schwimmen. Oh, ja, hier sind ganz viele Oktopussis. That's what she said. Okay. Was ist denn die Mehrzahl von Oktopus? Keine Ahnung, weil ich weiß nicht, ob es Oktopussis ist. Kann doch sein. Ein Oktopus, zwei Oktopusse. Pusse. Klingt was wie Busse. Da ist ein Fuchs im Wasser. Siehst du den? Das ist Jesusfuchs, der läuft überall das Wasser. Das ist Jesusfuchs. Einfach der Jesusfuchs. Guck mal, der Oktopus hier vorne macht sich selber Schaden. Siehst du das? Jetzt war weg. Todesfall. Nee, man sagt immer, die Tiere sind unheimlich intelligent, merkt man. Du bist auch Jesus, du läufst auch über Wasser? Mein Drittname, ja. Jack Ripper Jesus. Hier ist eine Höhle. Beinahe. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist eine Fledermaus. Oh, die fiept so süß. Hallo. Ja, ich würde sagen, das war's dann für die erste Folge. Wir haben jetzt ein bisschen die Insel erkundet und in der nächsten Folge seht ihr dann einfach, was hier so in der Höhle los ist. So ein Cliffhanger ist ja an sich nichts Schlechtes, ne? Dann habt ihr vielleicht auch Lust... Cliffhanger. Vielleicht habt ihr nächstes Mal dann auch Lust, nochmal einzuschalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das Format gefallen hat und ob ihr auch mehr davon sehen wollt. Und auch danke nochmal an Ripper, dass du da mitmachst. Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht, sich immer zu verlaufen und gegenseitig zu suchen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir Tschüssi. Tschüssi. Ciao.